Wir tagen jetzt öffentlich, begrüße auch diejenigen auf der Zuschauertribüne und wir zeichnen jetzt die Vorträge, die gleich folgen, auf. Die werden dann spätestens Mittwoch, vielleicht auch schon morgen Abend schön zusammengeschnitten Ihnen zur Verfügung stehen. Und da wird das Sekretariat auch noch mal einen Hinweis geben, wann sie veröffentlicht werden, sodass man sie dann auch noch mal teilen kann. Und bevor wir gleich starten, möchte ich mich aber noch mal bei Herrn Sauer für die Sitzungsleitung bedanken. Vielen Dank dafür. Es hat ja auch, wie ich höre, sehr gut geklappt. Und wir weiten jetzt weiterhin den Blick, gehen ein bisschen von der EU-Ebene weg hin zu einzelnen EU-Mitgliedstaaten und den USA. Herr Dr. Heumann wird dazu gleich vortragen. Und dann noch mal Blick nach Fernost. Professor Müller-Litzko wird dann noch mal zu den KI-Strategien Chinas vortragen, jeweils 15 bis 20 Minuten. Dann würden wir wieder nicht öffentlich wechseln und hätten bis 15.45 Uhr in etwa Zeit, dann alle Fragen, wie gerade bewährt, loszuwerden und in die Diskussion zu gehen. Ich freue mich darauf und würde gerne Dr. Heumann das Wort geben. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Sachverständige. Ich freue mich, über das Thema nationale KI-Strategien in der EU und auch USA sprechen zu dürfen. Herr Dr. Buhr hat es ja angesprochen, dass es wichtig ist, auch links und rechts zu gucken. Und es passiert eben auch sehr viel, nicht nur auf EU-Ebene, sondern auch in den anderen Mitgliedstaaten. Und daraus stellt sich nicht nur die Frage, was wir davon aufgreifen wollen, sondern sicherlich auch die Frage, wie wir uns dazu positionieren. Deswegen habe ich auch so als Unterfrage gestellt, wie positioniert sich die KI-Enquete, und würde auch am Ende kurz ein paar Fragestellungen, die sich aus meiner Sicht daraus ergeben, ableiten. Aber der Kern des Vortrages wird sich eben auf die Strategien anderer Mitgliedstaaten und die Vereinigten Staaten konzentrieren. Wir haben bei der Stiftung Neue Verantwortung vor 1,5 Jahren angefangen, uns zu fragen, was das Thema KI für international bedeutet, für den internationalen Wettbewerb, für die Außenpolitik. Und da sind wir im Zuge der Arbeit auch schon darauf aufmerksam geworden, dass ganz viele Länder an nationalen Strategien arbeiten. Zu der Zeit hatte eben Deutschland noch keine nationale KI-Strategie und auch keinen Prozess. Deswegen war es mir auch wichtig, einen Impuls zu setzen, dass wir in Deutschland das auch tun. Wir haben damals von der Stiftung Neue Verantwortung auch ein Papier entwickelt mit Ideen, die in so eine nationale KI-Strategie reinfließen könnten. Auch da haben wir im Vorfeld sehr stark auch schon international geguckt und uns inspirieren lassen, was andere Länder an guten Ideen vorgelegt haben. Und über den Sommer habe ich mir eben auch noch mal angeschaut, weil viele dieser Strategien sehr breit formuliert sind. Was haben die eigentlich auch an konkreten Zielen und auch an Erfolgsindikatoren in ihre Strategien reingeschrieben, und habe mir das auch noch mal genauer angeguckt. Und die Papiere finden Sie bei uns auf der Webseite. Erstmal vielleicht als Überblick. Also ich wurde kurzfristig noch gebeten, zwei Slides zu den USA einzubauen und das auch noch abzudecken. Damit werde ich beginnen, wo die Debatte in den USA steht. Dann werde ich einen Überblick geben über die KI-Strategien in der EU. Angesichts der Zeit ist es klar, dass wir uns die nicht alle im Detail anschauen können. Deswegen habe ich für eine Vertiefung drei Strategien ausgewählt, die aus meiner Sicht besonders interessant für uns sind. Da werde ich auch noch darauf eingehen, warum ich die für besonders interessant für unsere Arbeit halte. Und dann zum Fazit hin werde ich eben noch mal ein paar Fragen aufwerfen, die aus meiner Sicht für unsere Arbeit in den nächsten 2 Jahren wichtig sind. Fangen wir mit den Vereinigten Staaten an. Also sicherlich kein Wunder sozusagen, dass die Vereinigten Staaten gerade was das maschinelle Lernen, über das wir jetzt auch schon so viel gesprochen haben, bei der KI weit führend sind. Und es liegt eben, dass bei den großen Tech-Unternehmen, die sind ja auch zugleich Internetplattformen wie Google, Amazon und Facebook, entscheidende Faktoren zusammentreffen, die gerade für das maschinelle Lernen von großer Bedeutung sind. Das sind einerseits die großen Datenmengen, die über diese Plattformen generiert werden. Es ist ein hohes technologisches Know-how, was in diesen Firmen bereits besteht. Aber dann nicht zu vergessen sind auch, dass sie ganz konkrete
KI-Use Cases haben, also ganz konkrete Anwendungsfelder. Wenn man zum Beispiel bedenkt, Facebook will verstehen, was die Nutzer auf der Plattform machen. Dafür wollen sie nicht nur verstehen, was sie dort reinschreiben, sondern auch zum Beispiel, was für Bilder sie hochladen. Deswegen ist Bilderkennung zum Beispiel für Facebook ein riesiges Thema. Google will verstehen, wonach die Leute suchen, was ihre Interessen sind. Sie wollen gezielt Werbung ausspielen. Dafür müssen sie die Profile von den, also die Interessen von den Nutzern verstehen und ein Profiling machen. Das macht natürlich kein Mensch mehr, sondern aus den Datenspuren, die wir auf den Plattformen hinterlassen, darauf werden Algorithmen angesetzt, maschinelles Lernen wird genutzt, um daraus rauszufinden und zum Beispiel Interessen abzuleiten. Und daraus ergeben sich eben auch konkrete Use Cases für die Unternehmen, sei es jetzt, um unsere Suche zu verbessern, sozusagen unser Nutzererlebnis auf den Plattformen zu verbessern, uns besser relevante Informationen anzuzeigen oder eben auch gezielt Werbung auszuspielen. Und dann ist das auch kein Geheimnis, dass diese Plattformen mittlerweile hoch profitabel sind und damit auch über wahnsinnig viel Investmentkapital verfügen und das auch einsetzen, um sich in der, im Bereich KI noch weiter aufzustellen. Das heißt, in den USA kommt noch mit dazu, dass man KI-Spitzenforschung hat an einer ganzen Reihe von Universitäten. Und auch wenn man sich unterschiedliche vergleichende Studien anguckt, ist die USA eigentlich immer auch, was KI-Publikationen angeht, ganz vorne mit dabei. Hinzu kommt, ist auch bekannt, die Stärke bei Ausgründungen und Startups, was auch zurückzuführen ist natürlich auf die ganz starke Wagniskapitalszene in den USA und kulminiert natürlich im Silicon Valley, eigentlich dem führenden KI-Ökosystem nach wie vor weltweit, das auch weltweit die besten Experten anzieht. Man sollte die USA aber auch nicht auf Silicon Valley reduzieren. Es gibt auch andere starke Tech-Cluster in den USA, die stark im KI sind, auch an der Ostküste, wie zum Beispiel in Boston oder New York oder in Austin. Und was man auch nicht vergessen darf, wir reden immer über Europa, der dritte Weg zwischen USA und China. Dabei wird Silicon Valley, also wird die USA immer sehr stark auf Silicon Valley reduziert. Die ethische Debatte findet auch sehr stark in den Vereinigten Staaten statt. Ja, es gibt ein sehr starkes Ökosystem an Forschern und auch Instituten, die sich mit den ethischen Fragen und auch Fragen von Diskriminierung von solchen Systemen befassen und die auch weltweit führend sind. Wenn wir zum Beispiel an AI Now denken, die eigentlich global die Debatte bestimmen, auch um ethische Fragestellungen rund um den Einsatz von KI. Man muss allerdings sagen, dass zurzeit diese Diskussion nicht auf der politischen Ebene wiedergespiegelt wird. Die Vereinigten Staaten haben eigentlich sehr früh angefangen, sich auch strategisch mit dem Thema auseinanderzusetzen, nämlich noch in der Zeit der Präsidentschaft von Barack Obama. In der Zeit wurden viel beachtete Reports vom Weißen Haus in Auftrag gegeben und publiziert. Die hatten vor allem die Schwerpunkte Forschung. Also es wurde eine nationale Forschungsstrategie für KI 2016 verabschiedet und es gab Berichte vom Weißen Haus, die sich damit beschäftigt haben, wie KI sich auf Arbeit und Beschäftigung auswirken kann. Vor allem die Fragen, wie sich Automatisierung auf Beschäftigung auswirken kann. Diese Reports kamen eigentlich ziemlich früh in dieser internationalen Debatte, bereits 2016. Aber das Thema ist dann so ein bisschen hinten runtergefallen unter Präsident Trump gibt es einfach andere Prioritäten und andere Themen, die im Mittelpunkt stehen. Kann man jetzt auch wieder wunderbar sehen. Bei den Midterm-Elections geht es um viele Themen, sicherlich nicht um KI. Außer einem Expertentreffen im Weißen Haus, wo die großen Tech-Unternehmen ihre Vertreter geschickt haben und im Weißen Haus sich getroffen haben und es auch ein schickes Foto gab, aber ist eigentlich nicht viel mehr passiert auf der Ebene, was jetzt eine Entwicklung der nationalen KI-Strategie angeht. Also die Amerikaner haben keine. Es wird aber auch von gerade aus auch von den Tech-Unternehmen gefordert, dass es eine geben soll. Das heißt aber nicht, dass man untätig ist auf politischer Ebene. Innerhalb der Regierung wird das Thema eben hauptsächlich vorangetrieben vom Verteidigungsministerium, also vor allem von Militär- und Sicherheitsbehörden. Es gibt die DARPA, die viele hier ja auch kennen, die ja auch eigentlich im Verteidigungskontext ihre Challenges ausschreibt. Die NSA beschäftigt sich natürlich massiv mit automatisierter Datenauswertung. Viel Aufmerksamkeit hier wurde, also es
gibt dafür natürlich auch nicht nur öffentliche Informationen. Viel davon wissen wir vielleicht auch gar nicht, was passiert. Das Project Maven hat nochmal sehr viel Aufmerksamkeit auf das Thema auch gelegt in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen Tech-Unternehmen und dem Verteidigungsministerium. Das gab sehr viel Kritik intern von Google an diesem Projekt mitzuwirken. Dabei geht es darum, sozusagen die Bilderkennungstechnologien, die Google entwickelt hat, für die automatisierte Auswertung von Bildern, die Überwachungsbildern aus Drohnen, also Satellitenbilder und so weiter, und für militärische Zwecke und militärische Zielerkennung einzusetzen. Das heißt, auf der Ebene passiert viel, wirtschaftspolitisch passiert wenig. Man lässt eigentlich ziemlich Silicon Valley freie Hand, das Thema weiterzuentwickeln. Und ein großes Fragezeichen im Moment ist vor allem, wie sich die restriktive Einwanderungspolitik auf das Thema auswirken kann. Also gerade im Silicon Valley zieht eben die weltweit besten KI-Forscher an. Die USA sind nach wie vor wahnsinnig attraktiv. Wir reden ja auch hier immer wieder über einen Brain Drain. Andererseits bekommen auch die Amerikaner Probleme, Leute ins Land zu holen. Es ist einfach weniger attraktiv, unter der Politik Trumps in die USA zu gehen. Die Anzahl der Visa ist stark eingeschränkt worden. Und man sieht das deswegen auch stark, dass die Firmen nach Asien und nach Europa kommen. Ja, es gibt auch große Entwicklungszentren von Google, von Facebook, von Amazon mittlerweile in Europa. Das heißt, diese Unternehmen agieren auch global und die agieren auch in ihrer Entwicklung global und investieren auch stärker in Europa, um eben Zugang auch zu Talenten zu bekommen. Dann machen wir mal einen Schwenk von den Vereinigten Staaten nach Europa. Ich würde gerne kurz zwei hilfreiche Ressourcen vorstellen, die ich auch selber genutzt habe, für alle die sich tiefergehend mit den KI-Strategien innerhalb der EU auseinandersetzen wollen. Das eine ist Tim Duttons Blog Artificial Intelligence Strategies, das er auch regelmäßig updatet. Dort gibt er eigentlich einen Überblick über alle laufenden Strategieprozesse weltweit. Also da finden Sie dann nicht nur Strategien aus der EU, sondern eben auch aus anderen Ländern wie Indien oder Japan, wo dort der Strategieprozess steht, auch mit einer Verlinkung auf die entsprechenden Dokumente, ist sehr hilfreich. Und auch die EU-Kommission hat sich versucht, Anfang des Jahres einen Überblick zu verschaffen, was innerhalb der EU passiert. Es gab in Brüssel einen Workshop, wo man sich mit der European Artificial Intelligence Landscape auseinandergesetzt hat, also sozusagen der Landkarte der KI in der EU. Und man hat sich Experten aus allen Mitgliedstaaten eingeladen. Und auch auf dieser Webseite der Kommission finden Sie einerseits verlinkt bereits veröffentlichte Strategien aus den EU-Mitgliedstaaten und auch die Präsentation von den teilnehmenden Experten, weil viele Länder haben noch keine Strategie. Dort haben dann aber Experten in Präsentationen einen Überblick gegeben, wo die Diskussion in den einzelnen Ländern steht. Und auch das finden Sie dort. Und das sind sehr hilfreiche Dokumente, um sich anzuschauen, wie die Debatte in den Mitgliedstaaten läuft. So, ich habe mir dann erlaubt, einen Überblick zu geben, versucht sozusagen drei und eigentlich so drei unterschiedliche Gruppen innerhalb der EU-Strategien gefunden. Man kann sicherlich darüber streiten, was jetzt die Zuordnung einzelner Länder angeht, weil man muss sagen, also die Strategien sind sehr, sehr unterschiedlich in Bezug auf, wie sie institutionell getrieben werden, wie sie aufgehangen werden, auch in welchem Stadium sie sich befinden. Einige sind schon abgeschlossen, andere stehen erst am Anfang. Sie werden auch zum Teil von unterschiedlichen Ministerien in den einzelnen Ländern federführend verantwortet. Man sieht aber sehr stark, dass die meisten Strategieprozesse sehr stark aus der Exekutive herausgetrieben werden. Und als Vorreiterländer sehe ich ganz klar Großbritannien und Frankreich, die schon ihre Prozesse eigentlich weitgehend abgeschlossen haben. Auch Schweden hat schon eine KI-Strategie veröffentlicht, die liegt auch auf Englisch vor. Finnland befindet sich noch im Prozess, hat aber auch schon erste Dokumente, die von einer Expertengruppe erarbeitet wurden, veröffentlicht. Und Estland ist auch vorne mit dabei. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die würde ich so integrativen Ansatz nennen, weil sie das Thema KI im Kontext von Digitalisierungsstrategien behandeln.
das macht aus meiner Sicht auch viel Sinn. Wir haben ja auch hier schon darüber diskutiert, wie grenzen wir eigentlich das Thema KI von Digitalisierung ab. Und man kann es natürlich auch im Kontext von der Digitalisierungsstrategie sehen. Zu den Ländern gehören aus meiner Sicht Norwegen, Schweiz, Italien, Dänemark und Belgien. Und dann gibt es noch, ich habe sie hier mal Nachzügler genannt, Länder, in denen es erste Initiativen gibt, aber keinen strategischen Ansatz. Und mit strategischen Ansatz meine ich eben einen ressortübergreifenden Ansatz, wo die Regierung wirklich über unterschiedliche Arbeitsgebiete hinweg versucht, eine Strategie zu erarbeiten. So findet man zum Beispiel in einzelnen Ländern dann Ansätze in Bezug auf Forschungsförderung oder in Bezug auf was bedeutet das für den Arbeitsmarkt oder wie können wir die Wirtschaft besser fördern, aber eben keinen ressortübergreifenden Ansatz. Oder bei den Ländern, die Nachzügler sind, hat dieser Prozess wie zum Beispiel in Polen gerade erst begonnen. Würde ich gerne was zu den Themen sagen, die man in diesen Strategien finden. Ich habe hier mal so aufgelistet, was die Themen sind, die sich eigentlich durch all die Strategien ziehen, die man findet. Auch das ist nicht weiter überraschend, denke ich. Viele von den Themen finden sich auch in den zum Beispiel in den Eckpunkten, die Bundesregierung über den Sommer veröffentlicht hat. Da geht es sehr stark, eigentlich das Thema, was alle ansprechen, sehr stark Forschungsförderung. Wie können wir KI-Entwicklung vor allem in der Wissenschaft fördern? Alle sprechen von den großen wirtschaftlichen Potenzialen, die in dieser Technologie steckt. Auch wurde in der vorigen Diskussion ja auch deutlich, da fiel auch der Begriff mehrfach, dass man das in Ökosystemen denken muss, also den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und auch nochmal ganz besonders auch, dass sehr viel Dynamik eben auch von Unternehmensgründungen in dem Bereich ausgeht, also das Thema Start-ups. Dann findet man auch in allen Strategien in Bezug auf das Thema, wie wirkt sich das eigentlich auf die Arbeitswelt auf? Damit eng verbunden ist das Thema natürlich Bildung und Kompetenzen. Also wie bereiten wir Bürgerinnen und Bürger auf diese Veränderungen im Arbeitsmarkt entsprechend vor? Bei allen, also kann man auch durch die Bank weg sagen, alle EU-Strategien legen sehr viel Wert darauf, dass man sich mit der ethischen Dimension beschäftigt und auch regulatorisch überlegt, was man eigentlich für einen rechtlichen Rahmen braucht. Und alle der Strategien erheben eigentlich auch den Anspruch, dass man international führend ist. Ja, jeder will vorne mit dabei sein beim Rennen um KI, deswegen findet man auch in allen Strategien diesen Anspruch. Aus meiner Sicht spannender sind die unterbelichteten Themen. Ja, und ich denke, wir haben einen ganz guten Auftakt gemacht bei der KI-Enquete, dass wir uns wirklich mal in der ganzen Sitzung damit beschäftigt haben, was eigentlich unter KI zu verstehen ist, was für technologischen Entwicklungen. Viele der Strategien setzen sich nicht sehr intensiv mit dem KI-Begriff auseinander. Welche Technologien fallen eigentlich darunter? Das heißt ja gar nicht, dass man jetzt versuchen sollte, das Thema zu definieren, aber genauer zu erklären, was man eigentlich meint. Es wird klar, wenn man die Strategien liest, dass es sehr stark ums maschinelle Lernen, geht als einem der wichtigsten Trends in der KI-Forschung im Moment. Aber das wurde ja auch in unserer Sitzung deutlich. Es gibt aber auch noch andere Ansätze in der KI-Forschung jenseits des maschinellen Lernens. Also es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man eine gute Begriffsklärung macht. Und das machen viele der Strategien nicht sehr gut. Das Thema Daten. Auch das wird eigentlich überall angesprochen, das meine ich nicht mit unterbelichtet. Aber in allen Strategien steht drin, ja, wir müssen mehr Daten mobilisieren für unsere Wirtschaft und um die wirtschaftlichen Potenziale und auch die gesellschaftlichen Potenziale einzulösen. Und wir müssen das tun unter Einhaltung des Datenschutzes. Ja, das steht überall. Aber was heißt das denn? Und was sind denn die entsprechenden Ansätze und welche zum Beispiel, daraus ergeben sich ja spannende Fragestellungen, mit denen sich nicht weiter auseinandergesetzt wird. Nämlich zum Beispiel, welche Forschungsansätze innerhalb der KI sind dafür denn besonders gut geeignet, dass sie zum Beispiel den Datenschutz garantieren können. Das sind Themen, die unterbelichtet sind. Auch die Frage, wie können wir zum Beispiel Datenpools organisieren. Auch das wurde vorhin angesprochen, wie können wir Ökosysteme schaffen, in denen Daten geteilt werden können, die datenschutzkonform sind. Darauf geben diese Strategien bisher keine Antwort. Zum Teil werden nicht mal die richtigen Fragen aus meiner Sicht gestellt. Deswegen, ja, das Thema Daten wird angesprochen, aber es ist sehr stark unterbelichtet.
Ein weiteres Thema, was man nicht findet aus meiner Sicht und das ein wichtiges ist, weil wir auch hier als ein Themenfeld gesagt haben, Auswirkungen auf Demokratie und Staat. Algorithmen und maschinelles Lernen spielen eine wahnsinnige Rolle mittlerweile schon, wie unsere digitalen Diskurse ablaufen. Ja, wie zum Beispiel der Newsfeed bei Facebook gestaltet wird, welche Nachrichten da nach oben priorisiert werden, das wird von KI-Systemen bestimmt, vom maschinellen Lernen, was für auch Falschnachrichten auf große Verbreitung in sozialen Netzwerken finden. Auch die werden oftmals von Algorithmen verstärkt aufgegriffen und Leuten auch verstärkt im Newsfeed angezeigt. Also das ganze Thema, wie wirkt sich eigentlich KI auf unsere öffentliche Diskurse aus? Die Systeme werden auch immer stärker eingesetzt, um in Meinungsfreiheit einzugreifen oder um auch Content zu regulieren. Also zum Beispiel wird ja auch bei den Plattformen KI genutzt, um zum Beispiel zu erkennen oder man will erkennen, was Hate Speech ist, was Terrorpropaganda ist, um sowas von den Plattformen dann zu streichen. Auch dafür werden diese KI-Systeme eingesetzt. Das wirft eine ganze schwierige Fragen, ethische Fragen auch und Fragen von einem demokratischen Diskurs auf. Dazu findet man sehr wenig in den KI-Strategien bisher. Die sicherheitspolitischen Implikationen wurde auch in den vorhergegangenen Fragen schon angesprochen. Das findet sich auch sehr wenig in den KI-Strategien. Man findet auch aus meiner Sicht zu wenig in Bezug auf sektorspezifische Anwendungen und Herausforderungen, also dass man nicht ganz breit umfassend über das KI-Thema spricht, sondern wirklich konkrete Anwendungen und Potenziale zum Beispiel im Gesundheitssektor oder im Mobilitätssektor anschaut und daraus ableitet, was sind hier die Chancen, was sind die Risiken, was sind die ethischen Fragestellungen. Und aus meiner Sicht auch, was fehlt, sind eine Auseinandersetzung eigentlich mit dem Lagebild des KI-Standortes. Wie sind wir eigentlich aufgestellt? Das bräuchte man ja eigentlich mal so als ein Basiswissen, um daraus eine Strategie zu entwickeln. Wo sind eigentlich genau unsere Stärken und eben auch die Schwächen? Also zu Schwächen liest man eigentlich in den Strategien insgesamt sehr, sehr, sehr wenig. Und eben auch die Frage, was wollen wir eigentlich konkret erreichen? Auch die Definition von konkreten Erfolgsindikatoren findet man in den Strategien kaum. Ich würde jetzt gerne noch in der Kürze der Zeit ganz schnell auf drei Strategien eingehen, die aus meiner Sicht für uns besonders interessant sind. Zu einen auf Frankreich, eben gerade weil auch die deutsch-französische Kooperation beim Thema KI sehr stark diskutiert worden ist in den vergangenen Monaten und auch der Strategieprozess Frankreich sehr viel internationale Sichtbarkeit bekommen hat. Großbritannien finde ich spannend, da Großbritannien wirklich schon ein sehr starkes KI-Ökosystem hat. Viele würden sogar sagen, das führende in Europa. Und eben es auch in Großbritannien für uns interessant ist, weil es dort auch eine prominente Rolle des Parlaments gab. Ich habe ja gesagt, dass die meisten Prozesse aus der Exekutive herausgetrieben worden sind. In Großbritannien hat zum Beispiel auch das House of Lords, also die Oberkammer, einen Bericht rausgegeben zu KI. Und dann finde ich noch interessant, Finnland sich anzuschauen, wie in einer innovativen Herangehensweise und einer ganz starken Praxisorientierung innerhalb der Strategie. Zu Frankreich. Der Prozess ist sehr stark mit dieser Person verknüpft, also mit Cédric Villani. Ich glaube, einige hier hatten auch schon die Gelegenheit, ihn persönlich zu treffen. Ich auch. Er ist ein sehr charismatischer Mensch, wenn man ihn sprechen hört, und ist auch praktisch das Gesicht der französischen KI-Strategie geworden. Aber man muss auch bedenken, also hinter Cédric Villani stand auch ein größerer strategischer Plan. Und Frankreich und gerade auch Präsident Macron hat in den vergangenen Jahren dezidiert versucht, auch den Diskurs um den Wirtschaftsstandort Frankreich zu verändern. Und wieder, es gab ja sehr viel Diskussion, auch um Frankreich hatte ja Probleme mit Wirtschaftswachstum, mit Arbeitslosigkeit. Man wollte wieder stärker für Innovation, oder man will wieder stärker für Innovation, für Zukunftstechnologien stehen. Und deswegen hat man auch einen Diskurs um den Tech-Standort Frankreich aufgesetzt, und die KI-Strategie sollte man aus meiner Sicht auch in dem Kontext verstehen. Ja, und die französische KI-Strategie ist damit auch mehr als Cédric Villani, sondern sie wurde von einem wirklich sehr
ausführlichem und beeindruckenden auch Prozess untermauert. Sie wurde persönlich vom Präsidenten initiiert. Präsident Macron hat Cédric Villani beauftragt, sozusagen die Mission Villani, diese KI-Strategie zu erarbeiten. Aber die Mission Villani war natürlich mehr als nur er selber, sondern da wurde ein kleines Team um ihn herum versammelt. Die haben sich weltweit mit über 400 führenden KI-Experten ausgetauscht. Sie haben eine Analyse von 15 Ländern gemacht, was denen ihre Maßnahmen im Bereich künstliche Intelligenz sind. Sie haben versucht, auch einen öffentlichen Diskurs um das Thema anzustreben. Also es gab Veranstaltungen mit Cédric Villani, sogenannte Townhalls, wo er mit Bürgern über das Thema diskutiert hat. Aber es gab eben auch eine Online-Plattform, über die man die Vorschläge diskutieren konnte. Und es wurde eine Umfrage durchgeführt. Und am Ende wurde auch sehr öffentlichkeitswirksam die Strategie durch Präsident Macron im Collège de France vorgestellt. Ja, und wie ich schon erwähnt habe, wurde die Strategie eben sehr stark eingebettet in den Diskurs, wie sich Frankreich wieder präsentieren will als ein innovativer Wirtschaftsstandort, der auch für künstliche Intelligenz steht und der Startups hervorbringt und eben auch Investitionen anziehen kann in dem Bereich. Die Strategie selber, hier fällt auf, dass die Franzosen im Vergleich zu vielen anderen Strategien sehr intensiv auf das Thema Daten eingehen. Damit fängt nämlich auch die ganze Strategie an. Die ersten Kapitel sind dem Thema Daten gewidmet. Und das sieht man eigentlich auch als Ausgangslage, um sich mit dem Thema KI zu beschäftigen. Nämlich, dass es immer mehr Daten im Zuge der Digitalisierung gibt und die produktiv zu nutzen. Dafür brauchen wir eben die künstliche Intelligenz. Es geht darum, den Forschungsstandort Frankreichs zu stärken und ihn international führende Wissenschaftlerinnen anzuziehen. Auch über sogenannte DARPA-Challenges eben auch neue Instrumente der Forschungspolitik zu nutzen. Man will Experimentierräume schaffen für eine agile Arbeitsmarktpolitik. Es gibt einen sehr starken Fokus auf Ökologie. Also man möchte gerade für KI wird eben auch sehr viel Rechenleistung benötigt. Auch die KI-Chips sind sehr energieintensiv. Man möchte deswegen energiesparende Rechenleistung entwickeln. Und man hat als strategische Sektoren für Frankreich Gesundheit, Transport, Mobilität, Umwelt und Verteidigung und Sicherheit definiert. Und es gibt eben auch eine sehr intensive Auseinandersetzung um die ethischen Anforderungen an KI. Da sind dabei auch die Themen wieder Transparenz, die Kontrolle am Ende des Menschen, Inklusion, also dass nicht diskriminiert werden soll und eben auch eine klare Grundrechtsbindung der Technologie. Zur britischen KI-Strategie. Ähnlich wie Frankreich sieht man KI dort als Teil von einer größeren Herausforderung. Und die große Herausforderung für Großbritannien ist natürlich der anstehende Brexit. Und KI wird gesehen als eine Schlüsseltechnologie, wie man in Großbritannien sich aufstellen will, auch post-Brexit, als ein wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort. Ja, und Großbritannien kann bereits auf ein sehr starkes KI-Ökosystem zurückgreifen. Es gibt internationale Spitzenforschung Großbritannien, auch über Oxford und Cambridge hinaus, zum Beispiel auch das Turing Institute. Es gibt internationale Leuchtturmprojekte in Großbritannien. Ja, eigentlich das führende KI-Unternehmen Europas wurde in Großbritannien gegründet mit DeepMind. Das haben bloß einige schon wieder vergessen. Ja, DeepMind ist die Technologie, die Go geschlagen hat, also was ja einer der ganz großen Momente in der KI-Entwicklung war. Das war ein britisches Start-up und das eben von Google aufgekauft worden ist und dann nochmal verstärkt mit den Ressourcen von Google sicherlich dann auch diese Erfolge zeitigen konnte. Aber es ist, zeigt auf jeden Fall, was potenziell in Europa möglich ist. Sie haben auch sich ein sehr detailliertes Lagebild verschafft. Ich kann empfehlen, die AI in UK Reports, die erfassen 1000 KI-Unternehmen in Großbritannien, über 600 Investoren, Thinktanks, Forschungsinstitute, wirklich eine sehr breite Landkarte. Und auch Großbritannien will sich differenzieren über eine ethische Herangehensweise, die sie Good Trusted AI nennen.
Und jetzt vielleicht noch mal kurz auch zur, wie ist man damit umgegangen, dass es einerseits auf Basis der Regierung eine ganze Reihe an Reports gab und auch das Parlament sich damit beschäftigt hat. Das House of Lords hat einen Bericht herausgebracht, AI in the UK, Ready, Willing and Able. Auch dort beschäftigt man sich mit den wirtschaftlichen Potenzialen. Aber der Report setzt sich eben noch mal durch die Reports aus der Regierung, wie zum Beispiel den AI-Sektor-Deal, der eigentlich so die wirtschaftspolitische Strategie ab, dass er sehr klar ethische Prinzipien in den Mittelpunkt stellt. Und ich habe die hier auch noch mal gelistet, weil die sind wirklich, die findet man nicht in den anderen Strategiepapieren so drin, sondern dafür steht wirklich dieser House of Lords Select Committee Report. Da geht es eben um die ethischen Prinzipien, ähnlich wie in Frankreich, um Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Fairness. Aber dort wird auch sehr stark Wert gelegt auf Datensouveränität und Datenschutz. Auch auf die Notwendigkeit, dass die Bürgerinnen und Bürger besser gebildet werden müssen und mehr Kompetenzen bekommen müssen, um produktiv mit diesen Technologien umgehen zu können. Und eben auch das Diktum, dass autonome Systeme keine Entscheidungshoheit über Zerstörung oder Verletzung von menschlichen Leben erhalten sollen. Daneben gibt es noch so eine parteiübergreifende Arbeitsgruppe zu KI und eben den AI-Sektor-Deal, der die wirtschaftspolitische Strategie ist, der fällt auch dadurch, sticht er aus meiner Sicht hervor, dass man sich sehr klare Ziele setzt. Dort sagt man zum Beispiel, man will 2000 PhD-Studenten jährlich im Bereich künstliche Intelligenz an britischen Universitäten ausbilden. Und es wird auch eine Zahl genannt an internationalen Experten, die man über spezielle Visa-Programme jährlich ins Land holen will. Und vielleicht noch zum Ende kurz zur finnischen Strategie, warum die mir so gut gefällt, ist einerseits die innovative Herangehensweise. Also findet sich zum Beispiel hier kurz gezeigt eine SWOT-Analyse, also zu Strengths, Opportunities, Weaknesses und Threats. Also die Stärken und Opportunitäten werden in den Blick genommen, aber eben auch die Risiken und die Schwächen. Also man hat sich auch wirklich damit auseinandergesetzt, wo ist Finnland nicht so gut aufgestellt, was sind unsere Schwächen und was heißt das eigentlich für unsere KI-Strategie. Und das findet sich so eigentlich in keiner anderen KI-Strategie als eine Herangehensweise, dass man sich auch offen mit den Risiken und Schwächen beschäftigt. Und auch sehr schön an der finnischen KI-Strategie finde ich ihre Praxisorientierung. Also sie hat am Ende sehr viele Boxen, so Handlungsboxen, wo sehr klare Probleme beschrieben werden, wo dann am Ende auch die zuständigen Akteure in der Regierung benannt werden, die sozusagen dieses Problemfeld angehen sollen. Und die sind sehr, sehr praxisorientiert. Und ich denke, da kann man auch, wenn man sich damit beschäftigen will, was heißt das eigentlich konkret für uns, wie können wir die Technologie einsetzen, kann man aus der finnischen KI-Strategie sehr viel lernen. So, bin ich auch schon in dieser Tour de Force durch die europäischen KI-Strategien beim Fazit angekommen und würde ganz gerne noch mal für uns ein paar Fragen aufwerfen, die ich aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sind, auch für unser weiteres Arbeitsprogramm. Grundsätzlich sollten wir eben die Arbeit der KI-Enquete-Kommission im internationalen Kontext sehen. Ich denke, das wurde in der vorherigen Session auch noch mal deutlich, dass auf der EU-Ebene sehr viel passiert, in anderen Ländern passiert sehr viel. Und die Frage für uns ist sicherlich, folgen wir den bereits veröffentlichten Strategien oder wollen wir uns auch noch mal absetzen gegenüber dem, was bereits an Arbeit geleistet worden ist? Ja, also man kann sehr viel bereits aus den anderen Strategieprozessen entnehmen. Wir könnten eigentlich unser Arbeitsprogramm weitgehend füllen und einen Report schreiben, wenn wir uns einfach die anderen KI-Strategien nehmen und da das Beste rausnehmen und reinschreiben. Aber vielleicht ist unser Anspruch auch zu sagen, wir wollen auch noch mal eigene Akzente setzen. Und dann sind sicherlich die Themen, die ich auch genannt habe, die unterbelichtet sind, auch in anderen Reports, wären dafür auch noch eine Chance, wenn man auch das Bewusstsein hat, über Deutschland vielleicht heraus wahrgenommen zu werden mit dieser Arbeit und auch noch mal eigene Akzente für sich zu definieren. Man muss sich sicherlich damit auseinandersetzen, und auch das wurde hier ja auch schon deutlich in der Diskussion, wie verhalten wir uns dazu, dass es eine KI-Strategie der Bundesregierung gibt. Das ist
ist ja Fakt, die wird im Dezember veröffentlicht. In Großbritannien sieht man, dass man so ein bisschen auf eine Arbeitsteilung gegangen ist. Ja, dass man gesagt hat, das Parlament beschäftigt sich eben noch mal die ethischen, gesellschaftlichen, breiteren gesellschaftlichen Fragen. Die gehören vielleicht noch mal auch noch mal noch stärker ins Parlament. Und damit setzen wir uns auch noch mal ein bisschen ab von diesen ganz wirtschaftspolitisch fokussierten Berichten, die von der Regierung gemacht worden sind. Also da kann man auch überlegen, auch wenn die Strategie rauskommt, wir haben ja auch noch mal eine Sitzung dafür, wo sie vorgestellt wird, wo es zum Beispiel Felder gibt, die aus unserer Sicht noch nicht ausreichend behandelt sind und die wir deswegen noch mal stärker in die KI-Enquete reinziehen wollen. Dann der dritte Punkt, das sieht man auch aus den Strategieprozessen, ist die Frage, die wir hier jetzt auch schon diskutiert haben, wie tarieren wir das Verhältnis zwischen Bedarf an öffentlichem Diskurs und inhaltlicher Arbeit? Ja, da kann man dann das Vorbild Frankreich nehmen, die gesagt haben, es ist noch mal auch besonders wichtig, auch einen öffentlichen Diskurs anzustreben und man muss auch rausgehen und eine Plattform schaffen und die Arbeit eben auch stark darin sehen, einen breiteren öffentlichen Diskurs anzustreben. Man kann aber natürlich auch sagen, wir wollen uns ganz stark darauf diskutieren, hier in kleinen Arbeitsgruppen innovative Inhalte zu erarbeiten. Es ist sicherlich keine Entweder-Oder-Frage, aber eine, die wir für uns noch, denke ich, klarer beantworten müssen. Und am Ende auch natürlich das, was auch in der vorherigen Stunde deutlich geworden ist, wie verhält sich eigentlich die deutsche KI-Strategie und KI-Enquete zu den Aktivitäten in anderen Ländern und dem KI-Prozess auf EU-Ebene. Und man sieht ganz klar auch bei den starken Aktivitäten, und das spiegeln diese KI-Strategien wieder, dass es schon so ist, dass die Nationalstaaten im Moment sehr stark auf ihre eigenen Interessen gucken. Ja, und dass es irgendwie, da gibt es dann noch diesen EU-Prozess. Und es ist aus meiner Sicht noch nicht ausreichend integriert. Und man muss stärker darüber nachdenken, wie sehr wir diese Integration wollen. Aus meiner Sicht ist sie absolut notwendig, vor allem wenn wir uns positionieren wollen gegenüber angesprochenen USA und China. Aber das ist nach wie vor ungelöst. Es gibt wirklich, die KI-Strategien wirken wie so eigene nationale Prozesse, die bisher nicht in das integriert sind, was die EU in Brüssel macht bisher. Genau, ich belasse es mal bei diesen Fragen. Bin mir sicher, dass das noch zu weiterer Diskussion führen wird. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Heumann. War jetzt ein bisschen länger, aber es waren ja auch viele einzelne Staaten und auch sehr viele Details. Vielen Dank, dass Sie auch Ihre eigenen Recherchen hier noch mal transparent gemacht haben. Und ich leite dann schon mal über zu Herrn Professor Dr. Müller-Lietzko, der sich nur eine Nation vorgenommen hat, aber die hat es natürlich in sich. Bitte schön, Sie haben das Wort. Das könnte klappen. Das sieht nicht so gut. Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist vielleicht spannend zu sehen, was machen unsere direkten Nachbarn, weil die sind uns so nahe. Und wir gucken auch immer ganz gerne in die USA und sind ja auch durch unsere westliche Prägung gewohnt, US-amerikanisch gelabelte Produkte zu verwenden. Die kommen aber alle nicht aus den USA, vor allen Dingen die Hardware, die wir da benutzen, sondern das meiste davon wird in China gebaut. Und vielleicht lohnt dann doch der Blick nach China und da baten sie mich drum, etwas zu tun. Und da kam eine relativ kurzfristige Anfrage, ob ich denn mal ein bisschen was zur KI-Strategie in China erzählen könnte. Das mache ich gerne, habe ich mir gedacht, weil ich könnte was über, wenn das hier weitergeht, über die sogenannten Konfuzius-Institute erzählen. Ja, das ist also KI-Institute in Deutschland. Ja, habe ich 5 Jahre aufgebaut, das verstehe ich von KI in China. Und dann meinten Sie aber wahrscheinlich doch künstliche Intelligenz in China. Ja, nur man muss schon davon ausgehen, KI ist nicht gleich KI und es ist eine schwierige Näherung. Und warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich glaube, dass wir tatsächlich ein bisschen Konfuzius brauchen, um ganz viel KI in China heute zu verstehen. Und wir auch ein bisschen verstehen müssen, was es bedeutet, die gesamte Philosophie, die dahinter steht. Also die chinesische KI-Strategie, wenn wir von einer Strategie sprechen wollen, ist ja geprägt durch einen Denkansatz, der ganz anders ist, als das, was wir gerade über Frankreich, über Finnland oder auch über die USA gehört haben. Und wenn man sich das ein bisschen anschaut, versteht man auch relativ schnell, warum China sich entwickelt, wie es sich gerade entwickelt.
Wenn man sich das Ganze anschaut, und ich habe relativ viel recherchiert und Sie haben die Unterlagen, Sie werden merken, wir haben zwar viele Folien, aber viele Folien überspringe ich auch, keine Sorge, wir werden nicht alle 50 jetzt durcharbeiten, ja, dann werden Sie feststellen, dass man eigentlich den Blick aber ganz woanders hin zuerst richten muss, um zu verstehen, was da passiert ist und was vielleicht aber auch noch auf uns zukommt. Und zumindest die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter uns kennen vielleicht das legendäre Buch von Edward Feigenbaum, die fünfte Generation oder Computergeneration. Ich gucke mal den Antonio an, aber auch mal die Hanna Bast oder auch die Katharina Zweig. Nein, das kennt ihr nicht. Gut, ich lese euch was vor. Da geht es nämlich darum, wie Japan, ja, das Buch heißt also fünfte Computergeneration, künstliche Intelligenz und die Herausforderungen Japans an die Welt. Und es erinnerte mich doch fatal an das, was wir gleich hören werden. Also ich zitiere mal nur ganz kurz. Ein Besuch im Hochsommer 82 in Japan, also nach der Tagung, also da haben die sich getroffen und über die Probleme diskutiert, ließ erkennen, dass die Japaner sich mit Feuereifer auf die Erforschung von Expertensystemen stürzten. Neben der formal vom ICOT, was auch immer das sein mag, geförderten Forschung, arbeiten jeweils zwischen 10 und 50 Wissensingenieure an Expertensystemen und der ihnen zugrunde liegenden AI-Forschung bei Fujitsu, Hitachi, Nippon Electronics, Nippon Telephone und Telegraph und am elektrotechnischen Labor, die alle im Großbereich Tokio liegen. Anderswo in Japan sind weitere Bestrebungen im Gange. Die meisten Expertensysteme sind denen in den Vereinigten Staaten ähnlich. Die Japaner haben außerdem aber Expertensysteme für zwei Bereiche aufgebaut, die sie bisher allein besetzen. Sie arbeiten auf dem schwierigen Gebiet des Krisenmanagements, wo es sonst wenig Forschung gibt. Das geht dann so weiter und die führen das also aus. Und ich will nur noch den Schluss davon zitieren, dieses kleinen Paragraphen. Es macht sehr viel Spaß, das zu lesen. Man kann nicht umhin, vom allgemeinen Fleiß der Japaner beeindruckt zu sein. Sie haben sich von nichts zu etwas und oft zu einer führenden Stellung in der Welt nur durch harte Arbeit erhoben. Ihr rasches Lernen bei Expertensystemen ist typisch dafür eines der vielen Beispiele, die man allein im Computerbereich nennen könnte. Ich belasse es dabei, es ist ein Lesetipp. Das Buch ist aus 1983. Ja, nur mal so einfach mal zeitlich eine kleine Reise zurückzumachen. Das ist die Zeit, wo wir alle mit dem C64 groß geworden sind. Ja, also für das, wer Spaß daran hat. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich glaube, wir haben lange von China ein Bild gehabt, und ich glaube, das können wir alle relativ leicht nachvollziehen. Ein Bild von China gehabt, was geprägt ist durch Mao Zedong. Ja, und wenn Leute das allererste Mal nach China reisen, sind sie völlig enttäuscht. Keine Fahrräder. Keine ganz spezifischen Anzüge, so der ein oder andere für die Touris noch. Aber ansonsten ist es ein absolutes Hightech-Land. Und ich glaube, dieses Bild von Pudong, das ist einer der neuesten Stadtteile von Shanghai, symbolisiert, wo wir eigentlich wirklich stehen. Ja, also China ist das Land der Superlative. Und als ich das erste Mal nach Shanghai flog, saß ich im Flugzeug, saß ein netter Mann neben mir. Und er sagte zu mir, aha, du warst schon mal in New York. Ich sage, jo. Ja, New York ist ein Kindergarten gegen das, was in Shanghai passiert. Und ich habe es nicht geglaubt. Und als wir aus dem Flugzeug ausstiegen, habe ich es geglaubt. Die Chinesen sind tatsächlich, wenn ich sage technologieverrückt, meine ich im positiven wie im negativen Sinne. Also das heißt, Technologie findest du überall und Technologie dominiert den Alltag. Und gleichzeitig wird die Technologie aber eben auch eingesetzt, um die Menschen zu dominieren. Und genau diese Ambivalenz aufzulösen, das ist ein großes Problem. Und das hängt auch eng mit der chinesischen KI-Strategie zusammen. Wir haben eben schon gehört, dass das für die Chinesen ein Sputnik-Moment gab auf der politischen Ebene, wie das Kai Fu Lee und Lena hatte mir ein wunderbares Buch dazu empfohlen, das muss ich wirklich sagen, kam von dir her, steht das drin mit dem Sputnik-Moment, wo Li Sedol geschlagen worden ist von AlphaGo. Viel dramatischer für die Chinesen war aber eigentlich das Match ihres Landsmannes, KG, der dann ein Jahr später von AlphaGo dem Nachfolge, also dem besseren Produkt geschlagen wurde. Denn er galt eigentlich noch als besserer Spieler als Li Sedol. Und damit ist im Grunde genommen klar geworden für die Chinesen, da müssen wir was tun, da hat sich etwas verändert. Und wenn man zurückdenkt an die 80er Jahre und Expertensysteme, ich glaube, dass schon signifikant geworden ist, dass da etwas ganz anderes passiert ist. Die Chinesen haben dann mehr oder weniger in den letzten gut 5 Jahren, die haben ja immer so 5 Jahrespläne, wer das nicht weiß, nicht? Also sie haben 5 Jahrespläne, sehr stark oder sehr klar aufgeschrieben, was sie tun wollen. Und ich habe mal versucht, aus diesen Dokumenten, und es waren zahlreiche, ich kann Ihnen die 800 Seiten gerne zur Verfügung stellen, deshalb sagt ihr, es war ein bisschen knapp, der Zeitraum. Also sie haben also versucht, in diesen, sagen wir mal, wenigen Jahren über natürlich die Parteispitze, und Sie wissen, wie das in China funktioniert, die haben ja so viel Demokratie mit einer Partei. Also auf jeden Fall
die haben über die Parteispitze, und Xi Jinping hat das ja doch sehr deutlich gemacht, diese Strategie reingebracht. Und für mich gibt es drei wesentliche Thesen, die ich ableiten lassen. Erstens, China erlebt eine Transformation in der Wirtschaft von einem Produktionsland zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Dazu werde ich Ihnen gleich eine Menge Statistiken zeigen. Erschrecken Sie nicht, da gehen wir schnell drüber. Nur Sie sollen es einfach sehen, dass das empirisch auch stimmt. Und bei der die KI der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Produktivität darstellt. Das mag uns verwundern, weil wir immer davon ausgegangen sind, viele günstige Chinesen sind doch besser als viele weniger günstige Deutsche und deshalb produzieren wir lieber in China. Märklin stellte gerade fest, das war ein Fehler, diese Firma mit den kleinen Eisenbahnen, falls Sie die nicht kennen. Wir gehen da gleich drauf ein. Zweite These, China will einen doppelten Effekt erzielen, denn KI soll sowohl den Wohlstand und im Grunde genommen damit auch den Reichtum mehren und auf der anderen Seite die Effektivität im Rahmen der Kontrolle der Bürgerinnen und Bürger deutlich erhöhen. Und wir haben ja alle schon was vom Social Point System gehört, wir müssen das jetzt nicht alles ausführen, was das ist, aber das steht ja dahinter. Und das Dritte, China will durch eine aggressive Investitionsstrategie bei der KI-Forschung in den nächsten Jahren die wesentlichen Standards setzen. Ziel, und das geht aus den Dokumenten, wie gesagt, der Partei, und auch, wie gesagt, des Staatsapparates hervor, ist es 2030 weltweit die führende KI-Nation zu sein und keinen anderen Anspruch. Und wenn Sie sehen, dass heute China, wenn es um die Forschung geht, wir haben eben gehört, dass in den USA viel Forschung ja auch passiert, neben den Unternehmenstätigkeiten, dass China im Moment noch von einem sogenannten Index, der wie auch immer zusammengesetzt ist, kann man immer kritisieren, nur die Hälfte der Forschungsleistung der USA hat, dann ist das schon ein sehr ambitioniertes Ziel, in so kurzer Zeit die noch vielleicht führende Nation zu überholen. Das wird ihnen aber vielleicht auch gelingen. So, wie gesagt, jetzt kommt die kleine Statistikvorlesung für die, die mal immer schon mal gerne ein bisschen irgendwie Statistiken durchblättern wollen. Ich gehe da wirklich schnell drüber, ich will Sie gar nicht damit langweilen. Ich will Ihnen nur ein paar kleine Eckdaten zeigen. Erstens die Populationsentwicklung in China. Es ist nun mal das größte Land der Welt, einerseits, aber flächenmäßig nicht. Also das heißt, die Population ist extrem hoch. Ja? Das heißt, logischerweise findet eine hohe Konzentration statt. Zweitens, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist in China in den letzten Jahren signifikant angestiegen. Und China ist inzwischen tatsächlich ein reiches Land. Ja? Natürlich noch lange nicht auf dem Niveau, was wir hier im Westen kennen, also pro Kopf gesehen. Aber trotzdem, der Wohlstand hat auch eine breitere Mittelschicht geschaffen. Und diese breitere Mittelschicht hat bei einer relativ stabilen Bevölkerungspopulation hat dazu geführt, dass die junge Bevölkerung Chinas anders über die Dinge denkt, als das vielleicht ihre Väter- und Müttergeneration getan hat. Bei denen galt halt früh aufstehen, hart arbeiten und dann wirst du irgendwas. Diese Mentalität hat sich geändert. Und wer in den letzten 2 Jahren nicht in China war, weiß das nicht. Ja, also wer vor 5 Jahren da war, da hätte man was völlig anderes erlebt. Da war noch diese Mentalität stark vertreten. Aber in den letzten 2 Jahren ist da eine Aufbruchsstimmung, die schon beeindruckend ist. Die Durchschnittsbevölkerung ist jung und ich sagte schon, die Urbanisierung, ich glaube, das ist signifikant, hat zugenommen. Und dann versuchen Sie mal Städte, ja, die mit ihren Metropolregionen, also das ist so ein Umkreis nach chinesischer Definition von gerade mal 50 Kilometern, das ist nicht viel, ja, im Grunde genommen ganze Länder darstellen, ja, versuchen Sie denen, die mal zur Hand haben. Die Probleme sind wirklich groß. Und die Probleme fangen bei der Umweltverschmutzung an, gehen über die Frage der Verkehrssteuerung. Ja, wer einmal in China war, weiß, wie viele Stunden man im Verkehrsstau stehen kann und gehen weiter über Fragen, die natürlich was mit Versorgung zu tun haben. Überlegen Sie mal, wie können Sie überhaupt 23 oder 20 Millionen Menschen ernährungstechnisch versorgen, wenn Sie eine Stadt haben, wo alles zu betoniert ist. Vertical Farming nun mal als Stichwort. Also es gibt eine ganze Reihe von neuen Ansätzen, wie man damit umgehen will. Und die KI ist eine Technologie, die die Chinesen sozusagen als Layer, würde man in der Informatik sagen, also als unterliegende Schicht sehen, ja, die hier helfen kann, gerade diesem Urbanisierungstrieb beziehungsweise diesem Urbanisierungsentwicklung entgegenzusteuern. Man muss auch wissen, und das ist etwas, was auch mal ganz gerne vergessen wird, es gibt so einen Golden Belt. Und dieser Golden Belt ist im Grunde genommen die Küste. Ja, also China ist nicht geprägt durch die Frage, dass wir im Grunde genommen ein riesiges Land haben und es verteilt sich schön. Ja, so Deutschland kannst du ja durchfahren, findest ja überall ein bisschen KI. Ne? So, nein, ja, wenn du suchst. Ne? In China haben wir dreimal Silicon Valley. Habe ich auch extra rot gekringelt, damit wir das auch alle finden können auf der Karte. Ja? China hat dreimal das Silicon Valley und auch in der Größe ungefähr dreimal das Silicon Valley. Ich gehe auf die Firmen, die das dominieren, nachher noch genauer ein. Und es ist auch wichtig, dass wir uns das mal anschauen. Ich habe es schon angedeutet,
Es gibt einen starken Trend zur Urbanisierung und wie gesagt, das Einkommen pro Kopf steigt langsam aber sicher an und wir haben langsam auch ein Einkommen pro Kopf erreicht, was wir durchaus noch nicht mit westlichen Standards vergleichen, aber was doch schon im Jahr 2017 bei geschätzt 12.000, 13.000 US-Dollar liegt und damit ist man natürlich schon in der Lage, anders bei einer 1,4 Milliarden Bevölkerung andere Hebel zu bewegen. Rechnen Sie das einfach mal um, was das bedeutet an Bruttoinlandsprodukt. Ich gehe ein bisschen weiter über die nächste Folie, gehe ich einfach drüber hinweg. Viel wichtiger ist eben die übernächste Folie. Und da müssen wir einfach sehen, dass die Transformation der chinesischen Gesellschaft von der ursprünglichen mal erst, wenn ich das mal historisch betrachte, Agrarwirtschaft über eine für uns als wahrgenommene Produktionswirtschaftsindustrie hin zu einer immer stärkeren Dienstleistungswirtschaft sich verändert. Und wenn Sie eine Industrie haben, die sich in Richtung Dienstleistung verändert, dann wissen Sie auch, dass die Bereitschaft, Produktionsjobs anzunehmen, deutlich geringer wird. Und ich habe ja eben schon gesagt, KI ist für die Chinesen nicht nur ein wir hätten das gern, sondern es ist eben auch, wir brauchen das ganz dringend, um die Produktivität im industriellen Sektor aufrechtzuerhalten. Und das sagen die auch ganz offen. Ja? Die sagen nicht, naja, das ist jetzt blöd, da werden ganz viele Menschen arbeitslos, sondern die sagen, wir müssen das tun, damit wir die Produktivität aufrechterhalten können und als größter Produzent von vielen Waren in der Welt weiter existieren können. Ja, das sieht man dann auch in den Erwerbstätigen. Wie gesagt, ich will Ihnen gar nicht so viel Statistik antun, aber wir müssen dann doch noch mal einmal schauen im Vergleich zu uns. Und da stellen wir fest, dass die Chinesen auf dem allerbesten Weg sind, eine ähnlich strukturierte Wirtschaft zu entfalten, wie wir das bei uns kennen. Also nur, dass die viel mehr sind. Also das heißt, die Hebelverhältnisse sind ein paar andere. Aber im Grunde genommen, der Anteil von Dienstleistungen so zunimmt. Und das heißt, wir können zwar nicht vergleichen, das wäre völlig fatal, aber wir können zumindest sagen, durch diese Strukturentwicklung verändert sich das Spiel. Wenn eine Bevölkerung reicher wird und sich eine Menge Technologie leisten kann, dann verändert sich auch ein bisschen das Verhalten. Und ich habe es Ihnen eben schon gesagt, die Chinesen lieben Technologie. Ja? Und die haben auch alle ihre Gadgets. Und wer einmal, ich habe eben Pudong gezeigt, ja, wer einmal in Pudong mit mir spazieren geht, der weiß danach auch, wo es wirklich günstige Hardware gibt, was wirklich Spaß macht. Also da gibt es dann die Händler und das braucht man auch. Ja? Und die haben auch alle iPhones, die angeblich nicht dort existieren. Und das haben sie alles, also auch als die noch nicht freigegeben waren. Inzwischen sind sie ja freigegeben. Ja? Die haben alles und die haben das auch wahrscheinlich ein bisschen schneller, weil es vom Band rollt. Aber das ist eine andere Frage. Und die haben auch, und das ist vielleicht wichtiger, sich zur größten Social-Media-Nation der Welt aufgeschwungen. Also für die Chinesen ist es völlig normal, dass sie entsprechende Social-Media-Software nutzen. Nur ist das nicht eine Software, die uns so vertraut ist, weil wir erstens ein Problem haben, diese Schriftzeichen zu lernen, es sei denn, wir haben jemanden unter uns, der Mandarin perfekt spricht oder jemand, der Google so gut bedienen kann, dass das Google für ihn tut. Wie gesagt, es gibt ein sehr abgeschottetes System, aber und das steht jetzt sozusagen mal nur sinnbildlich da, das ist noch 2016, die Zahlen 2018 sind über eine Milliarde. Circa 780 Millionen Chinesen verwenden also mehr oder weniger regelmäßig Social Media. Ja, und wieder einer dieser Flüge nach China, wenn ich da so im Flugzeug saß, und dann sagte irgendwann mal jemand zu mir, Deutschland, kommst du her, wie viele Menschen seid ihr, nicht? 80, 82 Millionen, so nachdem, wie die Statistische Bundesamt sich gerade mal entscheidet. Dann sagt er, oh, ein Zehntel unserer Social-Media-Nutzer. Und dann weißt du genau, welche Relation, ja, was das für Hebelwirkung hat, wenn dort Social-Media genutzt wird. Und du weißt auch, dass das nicht unbedingt jedem gefällt. Das ist die umgekehrte Seite dieser Medaille. Also das heißt, dass man eine gewisse Kontrolle braucht. Wir kommen gleich nochmal zu dem Thema Kontrolle. Die wesentlichen Anwendungen in dem Bereich sind, und das haben Sie bestimmt schon mal gehört, WeChat. Das ist nichts anderes als WhatsApp++ oder WhatsApp XXL. Ja? Das heißt, sie haben nicht nur eine Funktion der Kommunikation, das wäre ja noch harmlos, sondern sie können damit so ziemlich alles machen. Sie haben gleich ein Payment-System integriert, sie haben damit im Grunde genommen auch Browser-System integriert. Sie können wirklich alles damit machen. Das ist ein universelles Schweizer Taschenmesser auf Software-Niveau. Und alle Daten gehen an die Firma Tencent, die die Daten sammelt und die gehen dann weiter. Sie können sich vorstellen, was ich damit meine. Und QQ war das Vorläuferprodukt. Also QQ war so ein Messer. Messenger-Service, also im Grunde genommen das, was Sie heute vielleicht noch über Facebook mit Messenger machen. Also die beiden gehören alle Tencent, diese beiden wichtigen Tools. Und Sie sehen, wie viele Menschen das verwenden. Denken Sie nur nach, wie wunderbar einfach sowas zu kontrollieren ist, weil das sind alles Chinesen. Das wird nicht außerhalb des Landes verwendet. Ja?
Und selbst die Chinesen in Deutschland verwenden es. Das ist ziemlich lustig. Also das heißt, ich kenne mich ein bisschen in der chinesischen Community inzwischen aus und die verwenden alle WeChat. Die würden nicht WhatsApp verwenden, nur wenn irgendwelche Westler meinen, sie müssten ein US-amerikanisches Produkt verwenden. Weitere Produkte, nehme ich nur eins raus, Sina Weibo ist nichts anderes als ein Twitter-Klon. Ja, da haben sie aber ein paar mehr Zeichen. Das ist der Unterschied, aber Sina Weibo ist auch relativ wichtig. Was will ich Ihnen damit sagen? Wir haben immer das Gefühl, dass die GAFAM, also Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, die Welt dominieren und dass die so alles bestimmen und dass die die großen Nutzerzahlen haben und Technologiestandards setzen und dass sie auch sagen, wie es funktioniert. Wenn Sie sich mal ein bisschen in der Zeitlinie das anschauen, ist die Firma Tencent, die Firma Baidu und die Firma Alibaba, das sind die drei großen chinesischen, auch als BAT abgekürzt, ja, B-A-T, kann man sich leicht merken. Und wenn Sie noch Sino Weibo dazu nehmen, haben Sie BATs oder BATs, je nachdem, ob Sie Batman mögen. Auf jeden Fall haben Sie diese Firmen, die sind zur selben Zeit ungefähr gegründet worden. Und die haben auch dieselbe Technologieentwicklung genommen. Und weil wir immer aber nur nach Silicon Valley schauen so gerne und auch so gerne dahin reisen, die Kalifornien, Sonne, haben wir gar nicht mitbekommen, dass exakt dasselbe dort entstanden ist und tatsächlich aufgrund des großen Binnenmarktes sich noch ganz anders entfaltet hat. Und das natürlich ein ganz anderer Datenlieferant ist, als das, was wir vielleicht, als das, was wir vielleicht so erwarten. Ich muss mal ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir haben noch ein paar Statistiken und wir wollen ja noch ein bisschen was zu Inhalten kommen. Ich sehe schon, die Frau Kolbe wird ganz hektisch. Fragen gibt es heute nicht mehr, ist einfach. Auf jeden Fall... China ist, und das kann man wirklich sagen, ist in der Kontrolle des Internetverkehrs 2018 Nummer 1. Also Kontrolle meint tatsächlich, wo sie den meisten Traffic haben. Im E-Commerce ist China schon lange Nummer 1 und überholt, wenn sie das mal kumulieren, das ist wirklich kein Witz, USA, Japan, Großbritannien und Deutschland zusammen. Also sie müssen diese Märkte nehmen und dann schauen sie das mal im Vergleich zum chinesischen Internethandel an. Denken Sie da mal über Logistikprobleme nach und was man damit KI anstellen könnte. Nur so als kleine Fußnote. So, dann weiter. China wird den E-Commerce nicht, wie wir das gewohnt sind, noch am Bildschirm betreiben. Das machen die nicht, sondern ich habe es eben schon gesagt, WeChat hat alles integriert. Der E-Commerce findet zu einem großen Teil, inzwischen zu 73%, findet das Ganze über mobile Endgeräte statt. Ich habe bis jetzt meistens, wenn Sie irgendwas über Amazon bestellen, immer noch gesehen, dass entweder ein Notebook rausgeholt wird oder progressiv vielleicht noch ein Tablet. Ja, die machen fast alles mit einem mobilen Endgerät. Das Schweizer Taschenmesser ist wirklich ein Schweizer Taschenmesser, aber eher ein chinesisches. Die neuen Big Player, ich habe sie eben benannt, ist Alibaba mit Taobao als Plattform, Tmall als zweiter Plattform, also eine große Plattform, wo im Grunde genommen der E-Commerce stattfindet. Und es ist wirklich vergleichbar mit Amazon, aber das Geschäftsmodell ist ein bisschen cleverer, weil die gar keine Lagerhallen mehr aufbauen. Also sie liefern direkt, sie organisieren nur dazwischen. Und das Zweite, was sie im Vergleich zu Amazon haben, ist, sie haben ein eigenes Zahlungssystem. Das Zahlungssystem, warum haben sie das? Weil sie dann wieder die Daten abliefern können und sie können direkt Wohlverhalten sanktionieren oder nicht. Also es gibt eine staatliche Verbindung, das sollte man nicht negieren. Für Tencent gilt, dass sie eben, wie gesagt, die großen auf der einen Seite Kommunikationsplattformen haben, was sie aber auch haben, und das sollte man auch wissen, wenn man aus der Videogames-Industrie kommt, sie sind einer der weltgrößten Videogame-Hersteller und sie dominieren natürlich den chinesischen Markt, weil der war lange verschlossen für alle anderen Produkte. Baidu Search Engine steht dabei, also ich meine, das ist das Google Chinas, ja, und wie gesagt, wenn Sie da sind, werden Sie sowieso Google nicht verwenden können. Verwenden Sie Baidu, es funktioniert. Es funktioniert und es übersetzt Ihnen das auch so ins Englische, dass Sie es nutzen können. Und gleichzeitig liefern Sie Daten für KI, wollte ich nur so anmerken. Also, das sind die großen Konkurrenten, die alle haben auch mindestens ein Netflix oder Amazon Prime. Das heißt also, die Spiegelung dieser Welt, die wir hier gerade erleben, privat erleben und über die wir so viel diskutieren, die so viele Daten eben für KI liefert, die findet dort auch statt. Und jetzt gibt es einen großen Unterschied zu uns. Jetzt hüpfe ich ein bisschen über die Statistiken, weil sonst kriege ich gleich wirklich mit der Frau Kolbe Ärger. Jetzt hat es auch noch hier kapituliert, das war ja klar, Technologiekompetenz null bei dem Mann. Also auf jeden Fall, die Marktbedeutung ist ähnlich, aber der Datenschutz wird völlig anders wahrgenommen. Man tauscht Datenschutz gegen Convenience. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Datenschutz ist nicht das Thema. Und wenn wir eben gehört haben, dass wir uns so viele Gedanken darüber machen, dann ist das sehr gut aus unserer Philosophie. Aber Convenience einerseits und andererseits, und halten Sie sich fest, können Sie auch immer wieder nachlesen, Sicherheit ist das zweite große Thema. Das heißt, das Aufgeben von Daten, um dafür das Gefühl von Sicherheit zu haben, also selbst die Überwachung wird eher als Sicherheit wahrgenommen, ist etwas, was wir finden. Wie gesagt, ich wollte ein bisschen drüber gehen über diese Firmen. Wie gesagt, Sie können das alles nachlesen. Ich habe Ihnen die Statistiken reingepackt, damit Sie einfach ein Gefühl dafür haben, wie groß diese Unternehmen sind.
Ich habe eben schon gesagt, KI ist inzwischen bei den Chinesen als der absoluten Top-Themen und dass natürlich diese drei großen, also BAT, sich darum kümmern, ist klar. Und die staatliche Subventionierung ist aber auch klar gelaufen. Das heißt, man hat ihnen Aufträge gegeben. Ja, Baidu kümmert sich ums autonome Fahren. Tencent hat sich das Thema Medizin und KI angenommen. Und Alibaba wird über das Konsumentenverhalten mit in das Social Scoring System eingebunden. Also man hat eine sehr klare Auftragstellung, die man natürlich nicht laut kommuniziert. Wenn man aber tiefer liest, und ich habe Ihnen eine kleine Literaturliste hinten dran gemacht, finden Sie diese Informationen. Das ist also jetzt nichts, was ich mir irgendwie überlegt habe, sondern das können Sie alles nachlesen. Was bedeutet das? Nun, in einem Buch von Reining finden Sie den Hinweis darauf, dass also alle diese Unternehmen die Daten mit der Regierung teilen. Und das wird auch nicht als kritisch gesehen. Auch wenn die chinesischen Milliardäre, und das können Sie gerade gestern in der Presse lesen, jetzt in den Fokus der Fragen von Korruption gerückt werden, also die Diskussion darüber, aber trotzdem ist das zugenommen. Warum ist das für uns so wichtig zu wissen? Nun, wenn Sie 1 Milliarde Konsumenten haben, die regelmäßig Daten liefern über verschiedenste Social-Media-Kanäle, dann ist es gar nicht die Frage, und das drückt das nächste Zitat aus, dann ist es gar nicht mehr so groß die Frage, ob Sie der beste Wissenschaftler auf der Welt sind. Vielleicht sitzt der sogar hier im Raum, weiß ich, oder Wissenschaftlerin, ja, aber schon mittelmäßige Wissenschaftler können mit den entsprechenden Werkzeugen sehr viel anrichten. Und diese Daten sind ungefiltert. Also das sind wertvolle Rohdaten. Wenn Sie aus der Wissenschaft kommen, wissen Sie, was Sie damit machen können. Ja, damit können Sie natürlich ganz andere Steuerungssysteme aufbauen. Und Sie können vor allen Dingen eine Gesellschaft steuern. Und das ist das erste Mal, wenn man Orwell wirklich ernst nimmt. Ich hatte das eine Buch aus 93 und Sie wissen, in Orwell 84 hat er nicht 84 geschrieben. Den können Sie leben. Und deshalb ist es tatsächlich schwierig und man muss sich das überlegen. Nun bestehen einige Mythen, dass die Chinesen das nur zu Kontrollzwecken tun. Das stimmt nicht. Das wäre auch fatal, zu denken, dass Chinesen das nur tun, um das Land zu kontrollieren, um die Menschen zu kontrollieren. Darum geht es nicht. Man sieht sich auf jeden Fall im Wettbewerb mit den USA. Man sieht sich auch vor dem Hintergrund der Frage der Standardisierung im Wettbewerb mit den USA, aber man sieht sich auch als Partner. Und das ist das Interessante daran. Man sieht sich nicht nur als Gegner im Sinne einer militärischen Positionierungsstrategie, die man annehmen könnte, sondern es gibt eben eine ganze Reihe von Punkten, wo es eine hohe Ambivalenz gibt. Und diese Ambivalenz aufzulösen, ist eben für uns nicht so leicht, weil wir eben andere Werte schätzen. Ja, als ich das erste Mal mich mit China auseinandergesetzt habe, habe ich mir erstmal Bücher über Konfuzius besorgt, weil Konfuzius-Institut, habe ich gedacht, musste dich mit auseinandersetzen. Ich kann Ihnen nur den Rat geben, versuchen Sie sich vor allen Dingen mit chinesischer Geschichte auseinanderzusetzen und machen Sie sich klar, warum haben die mal eine Mauer gebaut? Und so ähnlich ist das auch jetzt im Netz mal wieder. Ja, warum haben die mal eine Mauer gebaut? Lesen Sie sich dazu einiges durch, gibt es spannende Dinge. Ich habe das versucht, für Sie ein bisschen aufzubereiten. Was gibt es? Es gibt zwei wesentliche Strömungen. Das eine ist das Wirtschaftsinteresse. Es geht darum, das hochmodernste Industriesystem der Welt zu schaffen, das Produktionspowerhouse der Welt zu bleiben, also auch die Produktivität hochzuhalten. Das geht, wenn viele Menschen in die Dienstleistungsbetriebe nur abwandern, nur dadurch, dass sie die Arbeitskosten senken. Und wenn Sie die Firma Haier mal in Qingdao besuchen, dann werden Sie feststellen, da gibt es Hallen, da sind nur noch deutsche Maschinen mit deutscher KI. Kein Witz. Ja, also die Maschinen produzieren dort fleißig. Es sind von deutschen Maschinenbauern entwickelte Maschinen mit deutscher KI. Also, ne, wir können es theoretisch auch. Nur mal so als Fußnote. OWL kann das vor allen Dingen. Musste jetzt ein bisschen Werbeblock sein. Also auf jeden Fall, das ist tatsächlich wichtig. Ja? Also man akzeptiert, dass die KI ein Hilfsmittel ist, um die Arbeitskosten zu senken. Und man will im Bereich der Robotik eben tatsächlich auch führendes Wissen haben. Denn warum hat man wohl KUKA aufgekauft? Weil man eben noch zum Zeitpunkt 2016 eigentlich das noch nicht hatte, dieses Wissen. Jetzt aber, ich habe das eben mit den eifrigen Japanern vorgelesen, sind es sehr eifrige Chinesen, die sehr schnell disassemblen und das Ganze wieder in ihre Wissensprozesse einfließen lassen. Wenn man die Dokumente liest, die die Staatsregierung auch abgibt, kann man auch feststellen, dass man eine ganze Reihe von strategischen Wachstumsindustrien definiert hat. Ich habe das eben mit der Medizin nur als ein Beispiel erwähnt. Ich komme da gleich nochmal drauf. Man hat das auch sehr klar zugeordnet. Ja, wir schaffen das schon, keine Sorge. Um halb sind wir fertig, eine halbe Stunde. Ja, so. Das Staatsinteresse ist einfach Sicherheit, Überwachung, Kontrolle für alle Lebensbereiche. Steht so in den Dokumenten drin. Ja, die sind auch veröffentlicht, können Sie nachlesen. Und sogar ins Englische übersetzt, brauchen Sie gar kein Mandarin für. Und es soll aber nicht so sein, dass die Menschen nicht das Gefühl haben, dass sie dafür auch was bekommen. Das heißt also, der Umkehrschluss ist das Social Point System, was wir kennen. Das heißt also Gratifikation.
China ist inzwischen die Nummer 2 weltweit, wenn es um die Start-ups geht. Und damit Sie aber auch mal die Relativität sehen, die USA sind ungefähr noch 3- bis 4-mal so groß, was die Start-ups betrifft, wenn es um KI geht. Nur ich habe Ihnen ja eben den Gürtel an der Küste gezeigt und die Kapitalausstattung. Und Sie haben nicht so einen hohen Wettbewerb. Ja, Wettbewerb wird relativ schnell weggekauft von den Großen, noch schneller als in den USA, weil mehr Geld da ist. Was vielleicht aber wichtiger ist, und das Buch lege ich allen nochmal ans Herzen, die gerne lesen, The New Argonauts, eine wirklich hervorragende Dissertation, die noch in der Entstehung ist, zeigen wird, ist, man hat viel schlauer vielleicht oder viel schneller von den USA gelernt, als wir das vielleicht in Europa getan haben. Das heißt also, es sind sehr viele Chinesinnen und Chinesen, die in den USA studiert haben und dieses Wissen zurückbringen und in die Firmen einbringen. Eins der erfolgreichsten KI-Unternehmen im Moment in China ist SenseTime. Die machen die ganze Face Recognition Software und Sie können sich vorstellen, wofür man die brauchen kann. Ja? Das ist jemand, der hat am MIT seinen PhD gemacht. Also nur, um das klarzustellen. Ja? Also wir liefern auch das Wissen, die westliche Welt. Das ist nur als Tipp. So. Wie eben gesagt, sind ein paar Bereiche, die man definieren kann. Hier habe ich mal etwas ausführlicher am Beispiel der Medizin gezeigt, wo investiert wird. Und es geht um granulare Medizin. Und wenn Sie 1,4 Milliarden Menschen haben und die Ärzte-Relation sehr schlecht ist, und das ist in China so, und Sie können mit KI eine bessere medizinische Versorgung erreichen, dann werden Sie das tun. Das würden wir hier auch tun. Also wir sollen nicht so tun, als ob wir da heilig wären. Wir würden es genauso tun. Dass dabei aber allerdings auch Patientenakten entstehen, die vielleicht etwas heikler sind, bis hin zu der Frage, wie viel Drogen sie konsumieren, das würden wir diskutieren. Und das ist der Unterschied. Weitere Felder im Bereich der Drohnen. Ja, DJI ist der Weltmarktführer für Drohnen. Vielleicht haben Sie das schon mal neuestem gehört. Das sind keine Flugtaxis, nicht verwechseln, ja, sondern das sind noch die, die ohne Menschen unterwegs sind. Vielleicht werden die ja auch bald bauen. Einerseits klar, Drohnen sind ein interessantes Feld. Auf der anderen Seite können sie damit natürlich auch wieder Überwachung betreiben. Autonomes Fahren, ich habe das schon angedeutet mit den großen Problemen in China. China hat aber einfach mal den Weg frei gemacht, weil man die Gesetze wesentlich schneller beschließt. Also wenn das Hohe Haus hier Entscheidungen trifft, dauert es ja schon mal ein bisschen länger mit, gerade bei Fahren und so. Ne? China geht das etwas schneller. Bei den mobilen Endgeräten, ich glaube, auch da wissen wir alle Bescheid, dass die mobilen Endgeräte fast alle in China gebaut werden. Das sind White Labeler. Fahren Sie doch mal nach Shanghai und schauen sich mal die Firmen an, die da, sagen wir mal, 25% des Weltmarktes, ich sage jetzt nicht welche, 25% des Weltmarktes bedienen. Und die Ihnen dann freudig erzählen, dass Sie jedes Gerät fernwarten können. Nochmal nachdenken, fernwarten, alles klar? So, Sicherheit und Überwachung, wie gesagt, SenseTimes oder MacVie. Sprachverarbeitung ist für die Chinesen auch sehr wichtig, weil wir alle wissen, dass Mandarin schwierig ist. Ja, aber Sprachverarbeitung meint da eher, dass sie auch wieder Kontrolle ausüben können. So, die Frau Kolbe wird hektisch, ich habe noch 1,5 Minuten, das reicht locker. Industrieroboter, da ist die China Nummer 1 weltweit und ich habe es Ihnen eben schon erklärt, warum. Und da wollen Sie auch diejenigen haben, die KI haben, also Systeme, die sich selbst auch weiterentwickeln. Ja? Und das ist natürlich erstmal auf der Software-Ebene, aber das fließt natürlich ins Engineering ein. Nur die roten Zahlen anschauen, ist eins ziemlich wichtige. Man könnte meinen, bedeutet diese hohe Durchautomatisierung für den chinesischen Arbeitsmarkt ein Minus. Es gibt eine ganz aktuelle Studie, die gesagt, genau das Gegenteil tritt ein. Und ich habe ja eben schon gesagt, Dienstleistungsgesellschaft. Der Jobverlust laut PwC, jetzt können Sie lange diskutieren, sind PwC-Daten immer gut oder schlecht, aber sollte 200 Millionen Jobs betreffen. Der Zuwachs aber, eben durch den Wohlstand und die Dienstleistungsbedürfnisse, liegt bei 300 Millionen Jobs. Das wäre ein Nettoplus von 100 Millionen Jobs. Und da die Chinesen nicht in kurzfristigen Perioden denken, sondern in mittelfristigen Perioden, funktioniert das. Sehen Sie, Chinas ambivalenter Weg, noch 10 Sekunden, ich kann das. So, also letzte Folie und dann sind wir schon fast durch. Lerne den Drachen besser kennen, kann ich nur jedem empfehlen. Ja, China versteht KI als Technologie, die das Leben angenehmer macht und angenehmer machen wird erkauft mit einem Teilaufgeben von Datensouveränität und Freiheit. China versteht KI als Wachstums- und Innovationsmotor Nummer 1, um 2050 die führende Technologienation weltweit zu sein. Das kann man denen zutrauen, weil die in langfristigen Perioden denken. China nutzt im Rahmen des E-Commerce KI, um den Westen gleichzuziehen. Das habe ich Ihnen eben gezeigt und das ist auch für Sie wichtig. Und die letzten zwei, China wird in der Forschung und auch an den Hochschulen das Feld KI massiv ausbauen, weil sie Menschen brauchen, die das können. Das ist nicht nur die Frage der Forschung, sondern es ist auch die Frage, dass sie Menschen brauchen, die dann wiederum das umsetzen können. Und last but not least, China ist der KI-Treiber oder KI ist der Treiber Nummer 1 für Startups zurzeit in China. Letzter kleiner Gedanke, China dominiert den Hardware-Markt, kombinieren Sie das mit Software, also KI-Software
und sie setzen die wesentlichen Standards. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Professor Müller-Lietzko. Und wir würden jetzt wieder in nicht öffentlich wechseln, aber vielleicht bleiben alle Mitglieder der Kommission einfach sitzen. Und wir machen jetzt keine Pause. Und alle, die jetzt nicht berechtigt sind, da zu sein, denen wünsche ich noch einen schönen, spannenden Nachmittag.